Attendez, madame et messieurs, nous sommes Miss Mia Maus au chocolat. Monsieur Bastien da Kekste et moi, Fred. Trials. Evolution. Was ist denn das wow. hier? Das war ja krass mit der Mauer, ey. Wow, was mache ich denn hier, ey? Ich kann... Nein, man muss von vorne anfangen, ich glaube es. Ah, okay, Basti ist noch am Anfang. Ich gebe auf. Oh, hier auf. Ist Fred. Ja, hallo Leute. Die Strecke kommt mir wahnsinnig bekannt vor. Nee, hatten wir noch nicht. Doch. Die wurde erst vor 5 oder 6 Tagen erstellt. Ich bleib hier einfach mal stehen. Kopiert. 360, bam. Das sagst du so oft? Mia. Tja. Die Strecke können wir schon. Ja, das liegt daran, dass sie immer nachts trainiert sie die ganze Zeit. Immer morgens, so gegen 4, da ist niemand von uns online und könnte das sehen. Nee, eigentlich trainiere ich immer 24 Stunden am Tag und ziehe das durch, damit es sich lohnt. Okay. Aha. Ich bin ja so dumm, ich brauche so viel Übung. Okay. Boah, hier in Münster ist gerade total laut. Ich weiß nicht, ob man gerade die Glocken im Hintergrund hört. Aber pünktlich zum als ich auf 10 gedrückt habe zum Aufnehmen, ne, fangen die Glocken an zu läuten. Und ja, die Leute bei der Küche haben Angst. Die denken jetzt hier Zombie-Apokalypse und so. Ja. Halloween, ja, tatsächlich. Leute, die haben wahrscheinlich gedacht, die Franzosen kommen. Wir müssen die Panzer rausholen oder so. hat die Kirche gedacht, die ja bekannt ist für ihre kriegerischen Handlungen. Ja. Ja gut, das ist tatsächlich. Nee, und dann ist hier halt auch noch Send, ne? So Kirmes-Gedöns. Was ist das? Ja, Kirmes. Send gibt's hier in Münster, ist quasi immer. Ist das sowas wie in Hamburg, der Dom? Der ist ja auch eigentlich immer. Au! Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist da wohl irgendein Fahrgeschäft, wo die Leute immer kreischen. Und die höre ich hier auch. Und ich habe mich, als das angefangen hat, habe ich mich total verwundert. Wir kreischen da die ganze Zeit und so. Dann war das einfach nur die Leute da. Ja. Ist ganz geil geworden, wa? Schon, und dann hast du gemerkt, ach scheiße, die kriegen wir gar nicht wegen mir. Ich dachte, wir wollten ein anderes Thema machen. Bitte? Ich dachte, wir wollten über ein anderes Thema sprechen. Nicht über so Rummel und so? Nee, du bist so doof. Nein! Mann, ich muss mich hier ein bisschen anstrengen. Nein! Okay, geht's denn noch weiter? Es ist hier noch gar nicht vorbei. Wir sind längst im Ziel hier. Ja, ich weiß auch gar nicht, warum wir so lange brauchen. Die Strecke ist voll einfach. Und ich habe lange gebraucht. Ich war abgelenkt. Spielt ihr immer noch ohne Tastatur, also ohne Gamepad? Ich spiele mit Gamepad natürlich. Ich spiele mit meiner Tastatur. Als Gamepad, sie hat die so in der Hand? Genau. Könnte man noch machen, wenn man sich die Tasten richtig belegt? Ja, vor allen Dingen, weil man die Tasten auch genauso leicht anschlagen kann wie so ein Gnubbel beim Gamepad. Gnubbel? Ja, ein Gnubbel. Ich habe halt hier so ein, mein Sofa steht halt so, dass ich von da aus auch auf die Bildschirme meines Rechners gucken kann. Und da habe ich mir so eine Funktastatur für gekauft, die so klein ist. Und die hat tatsächlich, die kann man so in die Hand nehmen und dann hat die linke und rechte Maustaste wie so Schultertasten an einem Gamepad. Das ist eigentlich echt praktisch. Mhm. Also, das geht. Ich verstehe, was du meinst, aber habe ich noch nie gesehen, sowas, ehrlich gesagt. Wo gibt's denn sowas? Bei deinem... Nee, das habe ich irgendwo... Im Ratio. Was? Nein! Nee, habe ich, glaube ich, wirklich da gekauft. Was ist denn das? Das ist ja überhaupt gar kein richtiges Brett. Das ist nur ein Dekobrett. Bitte was? Von was redet ihr? Ja, da war gerade so ein Dekobrett. Da konnte man mit dem Rad durchfallen. Da hat mich dann wieder schon... Ach, Mann, ey. Was mache ich denn hier für eine Scheiße? Ernsthaft! Ich warte hier auch auf euch. La, 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 la. Ich mau mich ständig hin, Alter. Ich bin zu blöd geworden zu fahren. Das ist nicht zu glauben. Nein, bitte. Entschuldige. Boah. Hast du gewartet? Ja. Oder hat er doch gesagt. Hörst du dem Mann nicht zu? Ich habe gesagt, ich warte hier mal auf euch. Ja. Und dann habe ich gesagt. Und dann habe ich Wartegeräusche gemacht, wie na, 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 na. Also offensichtlicher kann man ja jetzt gar nicht warten. Ja, wirklich. Nee, ich hab's wirklich nicht gehört. Fred, du weißt ja irgendwie, also ich glaube, es liegt einfach in deiner Stimme. Die ist so langweilig. Nee, die ist einfach ruhig. Deine Stimme ist halt sehr ruhig und recht tief. Na, so tief ist sie eigentlich gar nicht. Oh, was ist das denn hier? Ich weiß es nicht, aber ich höre dich manchmal echt einfach nicht. Ich höre dich manchmal einfach nicht. Ist das so? Es ist doch schon öfter mal aufgefallen, dass ich dich manchmal einfach nicht höre. Ja, stimmt allerdings.
Es könnte ja auch sein, dass... das geht mir halt auch so, ne? So gewisse Frequenzen höre ich einfach nicht. Ja. Die nimmt man dann nur so als schrilles Pfeifen wahr. Also zum Beispiel, wenn meine Mutter spricht. Oh, hoffen wir, dass deine Mutter nichts vom Internet versteht. Nee. Sie versteht nur das, was ich ihr erkläre. Also, okay. YouTube hast du noch nicht erklärt, ne? Nee, wirst du wahrscheinlich auch nie. Hab ich nicht gemacht. Mir wird so warm. Mist, ich hätte mal keinen Pulli anziehen sollen. Hättest du mal dein Fenster einfach aufmachen? Hey, ja! Nee, dann hört man ja was. Wie, ihr seid jetzt bald gleichzeitig rübergekommen? Was ist denn da los bei euch? Ja, ist doch voll einfach. Ja, aber ich denke... Oh, Ninja! Ninja Fred! Ich mach's ohne Ninja. Meine Nase juckt. Kann der Ninja Fred mal an meiner Nase kratzen? Der kriegt das bestimmt hin während des Fahrens. Ja, aber nur mit meinen Füßen. Wenn die gewaschen sind, ist das nicht so schlimm. Ich glaube, meine Hemmschwelle ist da recht groß. Nee, ich hab ja sowieso immer den Eindruck, dass ich die hier in das Zimmer unter mir reindrücke beim Spielen, die Füße. Und dann ist es ja auch nicht mehr so weit bis zu dir, ne? Gib's doch zu, dass sie... Was soll das heißen? Na, wenn ich halt schon durch die Zimmer durchdrücke, dann... Und ich wohne unter eurem Haus. Oder wie? Nein, jetzt, ach, das ist... Wir wohnen in der Kanalisation. Genau, ich bin so ein Ninja-Turtle. Wo wir bei Ninjas wären. Oh, das müsst ihr mal probieren. Ich habe jetzt darauf verzichtet, an meiner Nase zu kratzen, weil ich dachte, ich muss euch noch einholen. Sollen wir jetzt an deiner Nase kratzen? Nee, es juckt jetzt einfach nicht mehr. Was, wie? Vielleicht sollte man einfach mal nicht kratzen? Vielleicht sollte man sich manchen Reizen einfach mal nicht hingeben. Ja, das stimmt. Deswegen habe ich seit 20 Jahren keinen Sex. Ja. Ich ziehe das durch. Jetzt, nee, oh Mann. Du, es gibt Leute, die haben echt schon 10 Jahre lang keinen Sex mehr. Also zum Beispiel 10-Jährige. Fred. Es ist grenzwertig, mein Freund. Das war überhaupt kein Friedwitz. Nee, es war eher so ein... Ja, ich lass mich mitreißen von eurem Gesprächsniveau. So ein Basti-Witz war das eigentlich. Nee. Naja, doch. Böse... Aber. Ey, das ist aber schwierig jetzt hier. Wie hieß dieser Film nochmal? Inception. Das Dschungelbuch. Das Dschungelbuch war es, genau. Echt? Ist doch der Film, wo der Typ irgendwie einen Monat lang ohne Sex auskommen muss, oder? Genau. 30, nee, Nee, das war, glaube ich, Pocahontas. Ja. Nee, aber ich weiß, welchen Film du meinst, und das Witzige ist... Die Hauptperson, ne? Jetzt sind wir mal auf... Nee, ich wollte dir auch was erzählen zu diesem Film. Wie heißt der denn? Film. 30 Tage, ich 30 Nächte heißt der. Den Schauspieler fand ich immer voll cool. Wo ist der eigentlich? Den gibt's gar nicht mehr. Ist er gestorben? Nicht so häufig. Ist das Will Ferrell oder so? Nee. Es ist... Ich fand ja den Film jetzt eher geht so, aber wie gesagt, den Schauspieler fand ich eigentlich total witzig immer. Oh, wer ist da drüber gekommen? Ich. Wie? Ich hab's einfach gemacht. Also was ich gerade erzählen wollte, war eigentlich, dass ich diesen Film damals, unwissend wie ich war, mit meiner Großtante im Kino geguckt habe. Und irgendwie war Sex nicht so das richtige Thema, was man mit einer Frau, die... Okay, damals war sie, glaube ich, noch nicht über 70, aber grundsätzlich mit einer... Ja, du täuscht dich da mal nicht. Alters. Weil, ja, die haben auch Humor, ne? Ja, also die waren ja alle, das Problem ist ja, bei alten Leuten, die waren das ja alle Problem. Auch mal jünger. Das ist tatsächlich ein Problem, das ich auch sehe. Was du auch hast, oder was? Nee, das stimmt. Ja. Und gerade im Alter, also es gibt ja so keine Ahnung, zum Beispiel so der fünfte Frühling jetzt, ne? Was ist das? Ja, der kommt nach dem vierten. Was ist denn der vierte Frühling? Ja, das ist, wenn man 70 ist und einfach nochmal so richtig durchstarten einen drauf macht, ja. Und der kommt, ne? Also das passiert wirklich. Jetzt echt? Ja. Also in meiner Umgebung, die gucken ja Gott sei Dank alle nicht YouTube, aber in meiner Umgebung ist es eher anders. Die lassen alle nach. Aber das ist dann, und also zum Beispiel Asral. Oder ist der so mit 30? Nee, der ist mit 40. Hallo? Also, was denn? Der Asphalter, ne? Der hat ja eine Weile hier in so einem Altenheim gearbeitet, als Kellner.
In einem alten, was war denn das für ein Bonzen-Altenheim? Das ist wirklich ein Bonzen-Altenheim. Das ich kenne nur Altenheime. Das ist mitten in der Innenstadt von Münster und da sind halt wirklich, keine Ahnung, alter Adel und so. Der hockt da so rum. Jedenfalls meinte er, dass es schon echt erstaunlich ist. Im Altenheim wird richtig gebumst. Was? Im Altenheim wird richtig gebumst. Also mit Partys machen und so, ne? Tanzen. Ja, nee, da wird richtig, da wird richtig gefickt. Ja, und das Problem ist ja, dass man gerade so, wenn man so 70 ist, kann ich mir richtig gut vorstellen, ne? Du hast ja nichts zu verlieren eigentlich. Ne? Und deswegen ist Fried so gut drauf. Ich bin deutlich jünger als Basti. In prozentual ist es jetzt gar nicht. 10%. 10%? Ja, ist aber wahr. 10% von dir abgezogen. Für 10% fährt man aber zum Beispiel nicht mal zu einem Discounter, um irgendwie Geld zu sparen. 10% hast du nicht mal auf Tiernahrung. Ja, nee, und also ich wollte gerade noch mal ganz kurz sagen, ich finde es jetzt nicht schlimm, wenn alte Leute noch Spaß an Sex haben und Erotik. Aber ich möchte da jetzt nicht unbedingt drüber reden. Das stimmt. Wieso nicht? Lass uns doch mal ein bisschen das Thema beleuchten. Aber Erotik. Aber das ist doch eigentlich... Nee, ich wollte jetzt alte... Was? Das ist aber doch nur die Verklemmtheit der Jugend, sag ich mal. Also nee, damit hat das überhaupt nichts zu tun. Ich weiß nicht. Ich finde einfach nicht ästhetisch. Nur, nee, das ist... Ach Gott. Ich weiß nicht, ob das bei Leuten in unserem Alter viel ästhetischer ist. Nee, ich muss auf jeden Fall noch eine Sache erzählen. Zum Beispiel als der... ist mir im Gedächtnis geblieben. Weil die nämlich auch noch irgendwie... Alte Leute sind ja manchmal auch lustig. Und ja, sogar nicht so selten. Ein Beispiel sitzt hier bei uns im Let's Play. Oh ja, Mann, du musst mich nicht immer ärgern. Nee, und das finde ich halt auch irgendwie dann knuffig bei so alten Leuten, weil man das überhaupt gar nicht, damit rechnet man nicht und dann kommt das einfach so und dann wird einem klar, die waren halt, das sind auch Menschen. Alte Leute sind auch Menschen, das sind alte Menschen, aber Menschen. Nee, und zwar gab es halt irgendwie Kuchen. Und da ist einfach so ein älterer Herr zu einer älteren Frau gesagt und gegangen und hat gesagt, darf ich Ihnen, also es gab Pflaumenkuchen. Wie wär's denn mal mit uns? Nee, es gab Pflaumenkuchen und der meinte da dann so, Entschuldigung, kann ich dir vielleicht noch ein bisschen Sahne auf die Pflaume geben? Und die alte Frau hat dann reagiert, Sie sind aber ein Schelm. Weißt du, ich hätte den wahrscheinlich nie verstanden, weißt du? Fand ich jetzt aber witzig. Junge Menschen würden nicht beim Pflaumenkuchen auf solche Sprüche kommen. Junge Menschen essen selten Pflaumenkuchen, glaube ich. Also es kommt selten vor, dass junge Menschen an einem Kaffeekränzchen, ne? Ja, aber das muss man sich, das ist halt irgendwie eine ganz andere Welt, die sich da ergibt. Die Leute sitzen im Altenheim, ja, es ist mitten in der Woche, irgendwie Dienstag, ja, Dienstagnachmittag, und du hast da dein Kaffeekränzchen und darf ich ihnen noch ein bisschen Sahne auf die Pflaume geben? Das ist schon schön. Das ist ein Leben, wa? Da kannst du nicht nur am Wochenende bei Schlaf halten, sondern einfach auch mal an dem Dienstag. Nee, aber das ist halt... Kaffeekänzchen. Irgendwie, oh, ich bin... Oh! Das ist halt irgendwie... Oh, Frank, du bist... Man denkt sich ja immer so, boah, ich will gar nicht alt sein. Aber wenn man dann solche Geschichten hört und dann so sieht irgendwie, die alten Leute haben ja auch noch ein Leben. Das ist vielleicht nicht mehr so lang, aber vielleicht gerade so deswegen hart, wie du auch, das immer sagst. Alte Menschen sind auch mal lustig. Alte Menschen haben auch noch ein Leben. Ja, es ist dann vielleicht nicht mehr so lang, aber vielleicht gerade deswegen auch besonders intensiv. Das stimmt allerdings. Es kommt halt auch da wieder darauf an, was man daraus macht. Nein! Gilt halt für jede Lebensspanne. Jedes Lebensalter. Ja. Nur gerade so, das Alter ist ja so ein bisschen auch so ein Tabu, so eine Tabuzeit. Da redet man nicht drüber, wenn man jünger ist, ne? Man redet doch viel lieber über das, was war. Ja, aber wir sind ja nicht mehr jünger. Ich bin noch jung. Nee. Aber nicht jünger. Fred. Jung und jünger sind zwei Unterschiede. Die Leute. Da gibt's ja jetzt einen neuen Film, ne? Der kommt jetzt zunächst jung raus. Und jünger. Die Leute denken immerhin, ich sei jung. Ja. Das ist auch was wert. Du belügst. Bis es dann mal ein Vlog wieder gibt, ne? Niemanden. Ja. Was sagst du? Wie, was? Nichts, alles gut. Zwischen den Vlogs denken die Leute immer, ich wäre jung. Hallo. Nein! Oh, es ist schwer. Ich musste hier aber jetzt wirklich schon seit 2 Jahren kein Perso mehr zeigen. Das liegt an dem Bart. Das liegt an dem Bart, ja.
Ja, der hängt immer aus der Hose raus. Ich glaube, ich muss den mal trimmen. Ja. Ui. Alter, mir ist so warm. Das gibt's doch nicht. Ich bin gerade gut wo drauf. Wo wir gerade über Alter gesprochen haben, ne? Hier, wie nennt sich das? Ich schwitze am Schienbein schon. Am Schienbein? Wie geht das denn? Also, ich schwitze überall. Das sind doch überhaupt gar keine Poren. Natürlich sind da Poren. Nein, das ist einfach nur so ein... So ein Stück Leder. Wo man gegenbolzen kann, ne? Genau. Nee, ernsthaft. Oh, jetzt kann ich hier nichts im Plätz. Im Plätzlay, da kann ich nichts mehr gegen machen. Basti, versuch doch den Rest ins Ziel zu springen. Jetzt. Ich glaube, das ist nicht machbar. Versuch's. Du schaffst es. Also, Basti, jetzt. Boah, nicht das ist eventuell tatsächlich machbar. Screw you. Auch nicht. Au. Ich bin echt gut drauf. Ich weiß nicht, irgendwie ist das ein bisschen durcheinander, was wir hier erzählen. Und ein bisschen seltsam auch, aber ich bin gut drauf. Mir gefällt das. Ich mag so freaky Leute. Ich stehe da voll drauf. Heute ist ja Halloween, Leute. Ja, also bei euch nicht, bei uns jetzt gerade bei der Aufnahme ist Halloween. Hat bei dir schon jemand geklingelt? Außer wir bringen die Folge heute raus. Bei mir hat jemand geklingelt? Oder was war die Frage? Hat bei dir schon jemand geklingelt? Ah nee, du bist ja im Heim. Genau. Da macht das ja niemand mehr. Wobei, eigentlich da müssen es ja gerade recht viele machen. Nee, es gibt heute eine Halloween-Party heute Abend. Da gehe ich aber nicht hin. Party? Eine Halloween-Party. Ich hab's immer! Basti, du bist mein Engel. Mein Retter in der Not. Regulär. Du bist der weiße Ritter auf dem weißen Pferd. Bist du abgesprungen? Ich war... Das sah richtig gut aus. Das sah so geil aus. Und dennoch festgehalten. Fred kann mal wieder nicht letzter sein. Oh, alter Fred. Gewonnen. Bin ich trotzdem. Das, du bist ich glaube, echt ein Fred, ne? Nee, ich glaube, es hängt sowieso nur damit zusammen, wo dein Motorrad steht. Zum Schluss. Da nicht so sehr, wo dein Kopf ist. Es klingt irgendwie fies. Kommt ja auch nur darauf an, wo dein Motorrad steht. Am Ende des Lebens. am Ende des Lebens zählt nur, wo dein Motorrad steht. Ich möchte meinen, das ist ein schönes End. Eine wieder, schöne das war's Phrase. Schon? Das war's schon, das waren vier Strecken, die wir gefahren sind. Krass. Das ja, ich weiß nicht, die ersten gingen halt so schnell. Oh, ich Hitze. Siehst du, Bike Park, Fireman, Steve, 31 Seconds und Grand Cova. Ja, bevor Mia jetzt gleich platzt, weil ihr so warm ist, würde ich doch sagen, machen wir dann jetzt mal Schulz und machen beim nächsten Mal weiter. Übermorgen werdet dann dementsprechend, ja, ne? Oh. Dann träumt man schön von Senioren im Altersheim.